Peter Sagan, der Rockstar unter den Radprofis vom deutschen Team Bora Hansgrohe. Ein Rockstar braucht was? Ein Arbeitsgerät, was einem Rockstar würdig ist. Und genau das bekommt Peter Sagan mit dem Specialized Tarmac SL7 gestellt. Let's Tarmac and Roll! Peter Sagan, Sprinter, Klassikerfahrer, Steuergenie und dreimaliger Weltmeister, fährt auf dem Alleskönner Specialized Tarmac SL7 mit einer 56er Rahmengröße. Am mattschwarzen Rahmen stechen glitzernde Elemente am Oberrohr, Sitzrohr und den Sitzstreben hervor. Funkelt schön in der Sonne. Die Sitzhöhe beträgt 75,5 cm und Sagan vertraut auf den S-Works Ronin Evo Sattel. Sein Steuertalent beweist Sagan mit einem 140 mm langen integrierten Tarmac-Vorbau und einem 42 cm breiten S-Works Aerofly-Lenker. Mit dem Wahoo Element Bolt Computer hat Sagan seine Werte immer im Blick. Durch die aerodynamische Computerhalterung von Wahoo wird das edle und schnelle Cockpit abgerundet. Seine Power bringt Sagan mit 172,5 mm langen Dura-Ace-Kurbeln von Shimano auf die Pedale. Auch die elektronische Topgruppe DI2 Dura-S Schaltgruppe kommt von Shimano. Vorne hat er einen 53er und 39er Kettenblatt montiert. Hinten setzt Sagan auf eine Abstufung von 11 bis 28 Zähnen. Das Innenlager im Tretlager kommt von Keramic Speed. Hier sehen wir dann auch das Motto vom Team Bora Hansgrohe, Band of Brothers. Speed aufbauen kann Sagan mit den Laufrädern von Rowal mit dem Modell Rapid CLX, welche passend zum Rahmen in mattschwarz lackiert sind. Aufgezogen sind 26 mm breite Turbo-Kottenreifen von Specialized. Die klassischen Seitenwände finde ich optisch sehr passend. Für perfektes Bremsverhalten setzt Sagan auf Disc Brakes von Shimano, die er mit den schönen Shimano Dura-Ace DR2 Brems- und Schalthebeln bedient. Zusätzlich wurden auch die Shimano Sprint-Schalthebel verbaut. Flaschenhalter kommen von Specialized mit dem Modell Ribcage 2. Keine Sorge, im Rennen wird Sagan wohl eher kein Krombacher Bier trinken und wenn dann natürlich nur alkoholfrei. Sagans Sitzlänge beträgt 63 cm und die Sitzüberhöhung 9,5 cm. Sein Tarmac SL7 wiegt genau 7,29 kg. Und dann ist da noch der Freilauf. Was ein Sound! Wie findet ihr denn jetzt das Bike von Peter Sagan? Hot or not? Stimmt ab in unserer App! Das war das Specialized Tarmac SL7 von Peter Sagan aus dem deutschen Team Bora Hansgrohe. Ein Rad, welches technisch, stylisch ganz oben mitspielt, sowie Sagan selber. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen und für weitere coole Videos abonniert jetzt unseren Channel GCN auf Deutsch.